Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Heute ist Freitag, der letzte Tag der aktuellen Handelswoche. Und wie immer schauen wir da natürlich auch auf die Entwicklung an den großen Indizes. Wir sehen es hier im Hintergrund auch schon stehen. Das Thema heute mit bei. DAX 2.0. Der ein oder andere wird es in den Medien schon gehört haben. Im nächsten Jahr gibt es Änderungen in der Zusammensetzung vom DAX. Ich weiß, das ist noch eine ganze Weile hin, aber weil der ein oder andere schon mal nachgefragt hat, bringe ich heute mal. Ein paar Punkte mit ran, die hier an dieser Stelle auch wichtig sind, auf das, was im DAX im nächsten Jahr hier entsprechend auch mit auf uns warten wird. Also, das schauen wir uns nachher nach der Marktbesprechung an. Dazu, wie immer, natürlich an dieser Stelle der Blick in einzelne Währungsparke: britisches Pfund, US-Dollar, Euro, japanischer Yen, Kandler, Yen haben wir da. Britisches Pfund, Schweizer Franken ist interessant, Euro Singapur-Dollar ähnlich. Also heute eine ganze Menge auf der Uhr, die wir hier mit haben. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz schauen, ob in Zoom alles passt. Da bitte ich mal ganz kurz um eine Rückmeldung, weil das sieht heute bei mir ein bisschen schräg aus hier von der Seite her. Wäre es nett, wenn ich einfach mal kurz eine Rückmeldung bekomme, ob Bild und Ton. Auch verfügbar sind. Also, es müsste die Präsentation auch im Hintergrund zu sehen sein, passt super. Ich sehe nämlich hier, dass nur meine Kamera übertragen wird mit meinem virtuellen Studio. Und da war es ja in den letzten Malen immer so gewesen, dass wir hier ein bisschen unscharf unterwegs waren. Und das möchte ich äh, auf alle Fälle vermeiden. Weil gerade die Dinge in den Charts ja schon sehr, sehr wichtig sind. Gut, also wir starten durch hier und heute jetzt zunächst mit dem Risikohinweis. Das ist ja Standard. Wie immer bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Äh, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und bitte auch nicht vergessen, wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats. Das können wir dann hier live miteinander besprechen und wir machen weiter. Mit den Nachrichten. Zunächst die Nachrichten für heute, dann blicken wir auf die Nachrichten der Woche zurück. Zumindest mal in einer kleinen groben Zusammenfassung Zahlen, Daten, Fakten auf dem, was wir diese Woche hatten. Und dann machen wir. Die Vorschau für die kommende Handelswoche, das Jahr hat ja nicht mehr so viel, deswegen wären die Termine auch stückchenweise weniger. Schauen wir heute auf den aktuellen Tag. Wir sehen es hier, 8 Uhr, haben wir eine, ja, würde ich mal sagen, nicht wirkliche Überraschung zum Thema Verbraucherpreisindex bekommen. Äh, man hatte seitens der Analysten hier mit einem Rückgang äh, auf 0, oder um 0,8 Prozent gerechnet. Da gab es quasi eine Punktlandung. Heute Vormittag gibt es dann das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Warum sage ich das mit? Da kann der ein oder andere ja denken, naja gut, dann lasst die doch tagen, was soll's denn? Ja, aber ähm, da werden halt manchmal auch Dinge miteinander besprochen, die durchaus Impact auf die Märkte hat. Das heißt, es ist schon wichtig zu wissen, dass da im Hintergrund irgendetwas läuft. Dann haben wir in dem Zusammenhang natürlich auch noch das Thema Brexit-Verhandlungen. Da hat ja Johnson seine äh, Bürgerinnen und Bürger jetzt schon darauf eingestimmt, dass es möglicherweise wirklich einen harten Brexit ohne Deal gibt. Anscheinend ähm, wird hier hinter den Türen verhandelt und es scheint keine Lösung absehbar zu sein. Wir werden sehen. Es gab in den Brexit-Verhandlungen den letzten Jahren immer wieder Überraschungen. Es ist Geplänkel. Wir werden sehen, was am Ende bei rauskommt. Und wenn es im schlimmsten Falle einen harten Brexit gibt, dann werden wir auch damit weiterleben. Das dazu aber. Die ganzen Brexit-Verhandlungen haben natürlich auch Einfluss auf das, was im Pfund passiert. Und deswegen schauen wir heute auch das britische Pfund im US-Dollar einfach mal mit an. 14.30 Uhr bekommen wir aus den USA den Erzeugerpreisindex für äh, den Monat November und dann etwas sehr, sehr Wichtiges und Interessantes. Uni Michigan kommt mit den Konsumentenerwartungen für den Dezember und auch das Verbrauchervertrauen für den Dezember. Wir sehen es hier in den Zahlen, die Erwartungen, ein Hauch, ein Hauch über den vom letzten Monat. Allerdings die Konsumenten, das Verbrauchervertrauen, ähm, leichter Rückgang, ein Hauch drunter. Es wird hier jetzt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Konsumenten gestimmt sind. Denn ähm, wir werden das gleich noch sehen beim Arbeits, bei den Arbeitslosenzahlen, bei den Ar Erstanträgen. Da gab es äh, sozusagen ähm, ja. Nicht so schöne Zahlen, um das mal so zu machen. Also der Arbeitslosenmarkt oder der Arbeitsmarkt in den USA, der ist wieder sehr, sehr angespannt. Wir haben das letzte Woche auch im Bischbuck gesehen und das bekommen wir hier halt mittlerweile jetzt auch bestätigt. Ähm, heute Nachmittag dann mal gucken, was die Verbraucher machen. Heute Abend dann... 21.30 Uhr, jawohl, genau, gibt es da nochmal die COT-Reports für all diejenigen, die da immer wieder drauf schauen. Nicht vergessen, freitags ist es immer an dieser Stelle auch soweit. Gut, also passt soweit. Für die aktuelle Woche und dann schauen wir mal auf den Wochenrückblick. Und da ging es ja am Montag doch recht überraschend gut los hier bei uns in Deutschland. Die ZDW Konjunkturerwartung hatten wir da. Wir sehen es, äh, die Prognose waren 45,5 Punkte. 55 sind es gewesen. Das ist ein Zeichen, dass wir im nächsten Jahr durchaus ähm, eine, gute, eine gute Phase vor uns haben werden. Und jetzt kommt in großen Buchstaben, vorher ein Komma, wenn, wenn es mit Covid-19 wieder besser wird. Wo kommen die optimistischen Stimmungen her? Die optimistischen Stimmen sind relativ leicht ausgemacht und zwar kommt das daher, Covid-19 belastet uns alles sehr, aber die Wirtschaft hat gemerkt, wie schnell auch wieder eine Erholung einsetzt. Das heißt, die ganzen Einschränkungen, die wir jetzt haben, bitte versteht mich hier an dieser Stelle nicht falsch, das ist wirklich extrem schlimm. Ich sage das an dieser Stelle auch immer wieder. Ja, Auch wenn ich im Trading ähm, und wir hier im Trading gute Geschäfte in der jetzigen Situation auch machen können. Wir dürfen eines nicht vergessen. Dieses Virus hat massivste Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ja? Und da wird alles für getan, dass die sich in Grenzen halten. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Menschen und auch Unternehmen, die extrem davon betroffen sind. Ja? Und die sehen sowas natürlich, was jetzt aktuell los ist. Aber wir sehen es halt auch, die Firma Lenker, gerade auch beispielsweise im produzierenden Gewerbe, die haben halt schon gemerkt, dass die Erholung dann relativ schnell wieder eingesetzt hat. Und das ist etwas, das scheint doch so ein bisschen. Zuversicht äh, bei den Unternehmenslenkern reinzubringen, wenn die Impfstoffe nächstes Jahr dann auch wirklich flächendeckend oder mehr oder weniger breitflächig verfügbar sind, dass sich die Lage dann dort wieder deutlich bessern wird. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber die Erwartungen gehen ja in die nächsten sechs Monate raus. Von der Seite her nehmen wir das einfach mal als positives Signal hin. Gestern Quatsch, am Mittwoch äh, gab es die Joels Stellenangebote, äh, die Zahl im Vergleich zum Vormonat gestiegen auf 6,652 Millionen, äh, erwartet wurden 6,3, also das auch eine positive Zahl. Die Rohöllagerbestände hier an dieser Stelle nicht hingucken. Das, ist, das sind die Schwankungen, die ich gemeint habe. Es ist momentan einfach Irrsinn. Am um 15,189 Millionen Barrel mehr, ja, es war ein Rückgang erwartet worden von 1,4. Also, ähm, um weiß es nicht, die Zahl ist, wie sie ist, wie die Schwankungen herkommen. Ich kann es nicht machen. Ich schaue da auf die Charts. Wir wissen ja mittlerweile, dass da andere Dinge die Märkte bewegen. Von der Seite her sind die Zahlen jetzt, wie sie sind. Und dann gab es am Donnerstag, wir sehen es hier, das produzierende Gewerbe in Großbritannien hat auch positiv überrascht. Im Monat Im Oktober gab es ein Wachstum von 1,7. Ja, da sehen wir auch mal, ähm, dass auch hier in Großbritannien auch immer mal wieder positive Zahlen sind, wenn der Arbeitsmarkt schon so schlecht sind und dann das Hauptevent am Donnerstag, das war die EZB Zinsentscheidung und da muss man sagen, haben die Märkte so gut wie gar nicht drauf reagiert. Also zumindest ähm, hat äh, der, der Dax nicht wirklich drauf reagiert. Wo kommt das her? Es gab einfach nichts Neues. Der Euro ist danach schön wieder angestiegen, da ist ja vorher ein bisschen in Deckung gegangen Euro US Dollar äh, das Währungspaar, aber ähm, man hat halt gesehen, äh, es gab halt nicht wirklich Neues von der EZB zu berichten. Das ist jetzt nicht schlecht, denn die EZB hat genau bestätigt, wir wissen, wie schlecht es um die Situation steht, und wir werden alles Mögliche tun. Also sie haben quasi auch gesagt, dass es sozusagen weitere massive Unterstützungen geben wird. Daher ist hier relativ gesehen, zumindest mal mit einer weiteren Stütze zu rechnen. Aber. Es war halt ein Event, der den Markt nicht überrascht hat. Und deswegen ist passiert, was passiert ist, relativ wenig das an dieser Stelle. Also ähm, das Ganze hier sehr, sehr schön äh, zu sehen. Was haben wir noch? Verbraucherpreisindex in den USA plus 0,2 Prozent. Also verharren auf gleichem Niveau. Und bei den Erstanträgen auf die Arbeitslosenhilfe, das ist das, was ich gestern auch gesagt habe oder jetzt gerade gesagt hatte. Der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr, sehr angespannt. Wir sehen es hier, 716.000 waren es im letzten Monat. Der äh, Analystenkonsens hatte erwartet eine Zahl von ungefähr 725.000. Tatsächlich waren es 853.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und das ist kein gutes Zeichen. Wir haben auch gesehen, das fällt den Indizes schon ein bisschen schwer, hier dann weiter euphorisch zu sein. Äh, man muss schauen, wie es ja weitergeht, ob es weitere Hilfen gibt, weil äh, sehr, sehr viel vom Thema Arbeitslosenhilfe ist halt auch abhängig von den gesamten Covid-19. Entwicklungen und wenn wir dort jetzt wieder Druck reinbekommen, deutlich mehr Druck, als das bisher der Fall gewesen ist. Gut, dann könnte es hier weiter kurzfristige Einschränkungen geben. Das schiebt den Arbeitsmarkt dann weiter nach hinten. Und da wird dann natürlich der Ruf nach Unterstützungen seitens des Staates auch lauter. Es gab momentan oder es gibt ja momentan noch keine finale Lösung, dass man sagt: Okay, ab Januar gibt es so und so viel Geld für die Arbeitslosen und und und. Das ist alles noch in der Pipeline. Von der Seite her ist es sehr, sehr interessant, was hier passiert. Aber äh, wir sehen das gleich auch für die kommende Woche. Da ist die FED wieder dran. Und das wird sehr, sehr spannend, was dort entsprechend erzählt wird. Das heißt, wir schauen. Mal kurz auf die Vorschau für die kommende Woche. Wir bekommen am Dienstag die Industrieproduktion aus China. Der, der Wert ist wichtig. Äh, was heißt, in dem Moment ist das wichtig? China ist ja äh, schon eine sehr, sehr große Nummer in der Welt und wenn den äh, sag ich mal hier, so langsam weitere Fortschritte auch gelingen, hat das halt positive Auswirkungen, Thema Export und, und, und wir wissen es ja selber, äh, wenn wir merken, China exportiert wieder mehr, dann wissen wir halt auch, dass andere Länder anfangen wieder mehr zu importieren. Also das sind so positive Zuflüsse, die da kommen. Ich weiß, den Zahlen traut der ein oder andere nicht, aber wir Trader leben einfach mit diesen Zahlen ähm, und die kommen und der Markt reagiert drauf und das ist das Wichtige, was wir haben. Das gibt es nächste Woche, Dienstag, Mittwoch gibt es dann äh, hier bei uns in Deutschland den Einkaufsmanager-Index fürs Verarbeiten. Gewerbe ähm, in, im Dezember. Ne? Wichtiger Standpunkt hier in Deutschland, in den USA ebenfalls die Einzelhandelsumsätze ähm, hier für den Monat November. Dann gibt es die Rohöllagerbestände am Mittwoch nächste Woche. Ähm, Öl ja gestern auch wieder schön nach oben ausgebrochen. Äh, wir bekommen dann äh, natürlich um 20 Uhr und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Da ist der Zinsentscheid, die Pressekonferenz, ähm, die Wirtschaftsprojektion, all das gibt es nächste Woche, Mittwoch dann ab 20 Uhr auf den Ticker. Das ist das Event für die kommende Woche und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das müssen wir auf, die Uhr, auf der Uhr haben und da wird nämlich an sehr, sehr viel auch von Paul erzählt, wie es in Zukunft jetzt mit den nächsten Schritten weitergehen wird. Also, es würde mich zumindest mal extrem stark wundern, wenn Paul hier nichts erzählen würde. Das zum Mittwoch und Donnerstag kriegen wir dann aus den USA die Baugenehmigung, den Fed herstellungsindex und am Freitag dann in der äh, ja, vorletzten Handelswoche, kann man quasi so sagen vor Weihnachten den Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat Dezember und damit wären wir durch hier ähm, mit den Nachrichten und äh, tja wir machen jetzt weiter mit den Blick in die Charts und da mache ich wie immer äh, sozusagen hier den jetzt hätte ich fast gesagt den Stereo Trader es ist ja ähm, der Meta Trader Zusammen mit dem Stereo Trader auf, ähm, macht den Chart auch gleich mal groß und ich würde sagen, äh, wir sprechen hier an dieser Stelle sehr, sehr interessant mal über das britische Fund. Bevor wir allerdings jetzt hier uns den Tageschart mal etwas, genäher, äh, etwas genauer anschauen, möchte ich zunächst erst einmal. In die Woche gehen. Ich weiß nicht, wer schon mal reingeschaut hat in den Blog. Ich habe äh, das Ganze im Blog mal ein bisschen ähm, näher beleuchtet, was das Ganze angeht. Und wie immer bei den näheren Beleuchtung bin ich mal wieder ganz, ganz hoch auf dem Berg gekraxelt, habe quasi die hohen Zeiteinheiten mal bemüht äh, und habe mir mal den Wochenchart angeschaut. Und das ist das, was wir hier momentan auch sehen. Das ist der Wochenchart vom Währungspaar ähm, britisches Pfund US-Dollar. Und was sehen wir denn hier? Wir sehen einen Chart der steigende Hochs und fallende Tiefs hat und das ist immer ein Zeichen von relativ starker Unsicherheit, ja? Das müssen wir immer mit im Hinterkopf haben. Wir sind jetzt momentan verortet auf der Oberseite. An diesen sage ich mal in diesen Konstellationen, die wir hier haben, gibt es zwei Punkte, an denen man immer wieder sehr sehr schöne Handelsetups bekommt die auch nachhaltig funktionieren. Und zwar sind das die Unterseiten und die Oberseiten. Und wir sind jetzt natürlich auf der Oberseite verortet. Die Oberseite hat jetzt den Vorteil, äh, wir können zum einen sagen, an welcher Stelle wir tatsächlich das Bild mal nach oben verlassen. Das sehen wir hier, das ist der Bereich um die 1,3540, das ist Zwischenhoch hier oben. Na, ich habe hier oben bei 1,35 bis 1,3540 mal noch einen roten Balken gemacht, weil das ist momentan so ein bisschen ein Level, wo sich ähm, das britische Pfund den Kopf stößt, ja? auch bekannt in dem Moment als Cable ähm, in Zusammenhang mit dem US-Dollar. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Läuft es tatsächlich oben drüber, über das Zwischenhoch der letzten Handelswoche? Dann ist der Weg nach oben offen und wir sehen hier den großen Drehbereich oben um die 1,37,70. Das wäre mal, wenn es tatsächlich hochgeht, ähm, ein guter Anlaufpunkt für eine Zielplanung. Im Kleinen muss man hier noch ein bisschen auf der Uhr haben, hier dieses Zwischenhoch da an dieser Stelle. Ähm, da sind wir ja das letzte Mal hier, das ist dieses Level gewesen, kurz drüber und dann haben wir abverkauft. Aber ich sag mal so, das ist jetzt nichts Dramatisches. Das heißt, wenn es hier oben drüber geht, haben wir dann wahrscheinlich schon die Chance, oben bei 1,3770 diesen Bereich mal anzulaufen. Ja, das müssen wir hier auf der Oberseite haben. Aber und jetzt kommt das Aber. Wir sehen es halt hier. Das war die letzte Wochenkerze, die wir gehabt haben. Ich mache das Bild mal kurz noch ein bisschen größer. Diese hier. Die wurde jetzt komplett abverkauft. Die aktuelle Wochenkerze ist noch nicht zu Ende. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass das hier ein klassisches Umkehrmuster ist. Das sehen wir schön ähm, in der Wochenentscheidung. Und wenn das bestätigt wird, geht es halt deutlich tiefer nach unten. Die Frage ist jetzt nur, sehen wir hier eine. Kurze Korrektur im laufenden Aufwärtstrend, also das, was ich hier grün eingezeichnet einskizziert habe, das ist mal der große Aufwärtstrend, den wir hier schön in der Woche sehen. Ähm, da sind wir halt schön hochgelaufen und wir sind halt auch über dieses kleine Zwischenhoch hier drüber gelaufen. Also das ist schon ein starkes Zeichen von diesem Aufwärtstrend. Nichtsdestotrotz ist das halt ein Trend der innerhalb dieser Trompete läuft. Und das ist jetzt halt die Oberseite. Und da kommt es jetzt ganz stark drauf an, was passiert hier in diesem Schwungbereich um die 13180. Wir sehen es hier drüben. Da war es ein Widerstand. Hier sind wir drüber, hier sind wir drunter dran, drunter dran, drunter. Hier sind wir drüber, sind wir wieder drunter. Jetzt sind wir hier drüber und wenn wir jetzt wieder drunter fallen, dann müssen wir uns zur Unterseite raufbauen und dann haben wir halt auch wieder an dieser Stelle kurzfristigerweise die Chance, tiefer reinzulaufen. Das heißt, nächstes Auffanglevel wäre mal dieser Schwungbereich hier um die Marke von 1,2860. Das ist das, wo wir hier sehen. Schönes Haltelevel unten gehabt. Beziehungsweise dann auch im Kontext zu diesem Aufwärtstrend wäre mal locker der Bereich hier unten am Zwischentief, um die Marke von 1,27 zu sehen. Das ist mal das ganz, ganz lange Bild, was wir haben. Und da sehen wir halt auch das Potenzial, ne? dass wir durchaus auch an dieser Stelle. Ähm, eine, sag ich mal, wackelige Situation haben können, aber wir können halt kurzfristig ein Stück nach unten treten, wohl wohlwissend, dass wir hier vor Ort sind, noch in einem Aufwärtstrend. Da kann sich in der Woche der Aufwärtstrend korrigieren. Das sehen wir dann durch einen Abwärtstrend auf Tagesbasis und dann wieder rumdrehen. Also das sind schön die Kontexte, die wir hier haben. Äh, Kontext, Kontexte ist Kontexte der Mehrzahl. Hm, ich weiß es nicht genau. <laughs> Gut, dass ich kein Deutschlehrer bin. Also, hier an dieser Stelle, wie schon gesagt, der Blick, was passiert unter dem Tief der aktuellen Handelswoche? Da wird der Weg nämlich frei. Und aus diesem oder mit diesem äh, Gedanken im Hintergrund schalten wir jetzt einfach mal um in den Tageschart. Und da sehen wir nämlich schon eine sehr, sehr interessante Situation, die wir hier haben. Wartet mal, ich mache mal kurz hier den Zeitrahmen raus. So, jetzt wieder rein. Und da haben wir nämlich etwas Schönes. Und zwar. Die Situation, dass wir ganz genau sehen, was hier oben an diesem Hoch passiert ist. Denn, schaut mal, wir sind hier oben kurz über dieses alte Zwischenhoch drüber gelupft und dann haben wir hier die Gravestone Candle bekommen. Also kompletter Abverkauf wieder. Das ist ein ganz klares Schwächezeichen. Was ist dann passiert? Deutlicher Abverkauf und wir sind in diesem Abverkauf hier. Unter dieses Schwunglevel, unter dieses Supportlevel, grob um den Drehpunkt von 1,3310 gelaufen. Und das hat natürlich hier in diesem Sinne den kurzfristigen Aufwärtstrend aus dem Markt rausgenommen. Und das ist das Interessante jetzt an dieser Stelle, wie es hier weitergeht. Und da gehe ich jetzt nochmal wieder auf Skizzierwerkzeug. Und zwar haben wir hier in diesem Sinne äh, jetzt nämlich die Situation, dass der Aufwärtstrend hier rausgenommen wurde mit einer ziemlich starken Abwärtsbewegung hier. Zack. Klar wurde die dann wieder aufgekauft. Auch das war natürlich ein heftiges Signal. Ne? Das ist also ein ganz klares Umkehrsignal gewesen. Wir haben dann sozusagen jetzt äh, die Gegenbewegung bekommen, aber wir sind vor dem alten Hoch umgedreht und jetzt scheint der Markt wieder schwächer zu werden. Und das ist jetzt genau der Punkt, was passiert hier unten auf diesem Level? Was macht der Markt hier? Prallt er nach oben ab? Dann haben wir durchaus die Chance, wieder nach oben zu laufen und dieses Level hier zu überschreiten. Und das wäre dann die Chance für das Long-Szenario. Aber wenn wir drunter laufen, haben wir hier im Kleinen im Tageschart, also im Kleinen, sage ich mal jetzt nur im Anführungsstrichen, ja, mit Bezug natürlich auf die Woche ist das die kleinere Zeiteinheit, haben wir natürlich die wichtigen, äh, sage ich mal, Dinge auf der Uhr. Und das ist halt einfach, was passiert hier unten in diesem Drehbereich wenn der wieder hält, haben wir die nächste chance auf die oberseite. bricht das allerdings durch, müssen wir uns auf der unterseite orientieren. und da bietet uns dieser aufwärtsschub, die wir, den wir hier haben, sozusagen dieser, dieser weg hier nach oben. ich skizziere es einfach mal ganz kurz durch. also das, was wir quasi hier sehen, im größeren bilde. ja, ich mache mal jetzt das mit diesen äh, grünen linien, dass man die untertrends nicht sieht. Ähm, das hier ist natürlich jetzt der Aufwärtstrend. Und wenn der gebrochen wird, dann geben natürlich die untergeordneten äh, Zwischentiefs, also die Korrekturtiefs, den Ton an. Und da haben wir halt ein paar Marken liegen, die wichtig sind. Zunächst dann die Marke um die 13107, das ist das Zwischentief hier. Und dann haben wir hier unten einen mehrfach getesteten Boden, das ist die Marke von 12860, bevor es dann... Hier unten in das geht, was wir auf der Woche gesehen haben, der Drehbereich oder der Auffangbereich um die Marke von 1,27. Und die kurzfristigen Trader wird interessieren, was ist denn jetzt mit diesem, was der Seidel hier gerade eingezeichnet hat? Und das schauen wir uns mal eben im vier-Stunden-Chart an. Da sehen wir nämlich sehr, sehr schön auch schon, ähm, dass der Markt hier tatsächlich den Weg nach unten angeht, hier starke Abwärtsbewegung, Gegenbewegung nach oben und, und das ist jetzt das Schöne, hier fließen so viele Trends ineinander, dass sogar die kleinsten Sachen hier schön getradet werden können, schaut euch das mal an hier, das ist ein Trendverlauf, den wir hier haben, der ist untergeordnet, sehr, sehr schön gekommen und der setzt sich auch fort, also wir haben hier wirklich schön handelbare Arme und alles läuft darauf hinaus, was passiert jetzt hier unten an dieser Stelle? Ne? Das ist genau der Punkt, den wir dann auf der Uhr haben müssen, was ich gerade auch im Tageschart gezeigt habe. Das ist sozusagen das Entscheidungslevel, wo es hingeht. Also hier stark nach unten, deutliche Gegenkorrektur. Wenn das runterrutscht, dann haben wir in den vier Stunden, genau wie im Tag, den Abwärtstrend und das kann dann deutlich das Ganze auch mit nach unten schieben. Und wenn wir uns das einfach mal anschauen hier äh, mit Blick auf das, was hier passiert ist, dann sehen wir halt, haben wir im sozusagen Stundenchart auch noch äh, im vier stunden noch äh, das ein oder andere Zwischenlevel, was wir durchaus mit äh, zur Anlaufplanung nutzen können und das wären dann hier unten, wenn es hier unten drunter rutscht, das wäre sozusagen dann die Trendbildung, auch auf der Tagesbasis, dann haben wir das nächste Anlauflevel hier drüben, relativ eng, aber wenn dort halt einfach Verkäufer warten und hier in diesem großen Level auch, dann sind das wirklich Schübe, die richtig Druck nach unten bringen und das ist dann so ein nachhaltiger Ausbruch. Da geht es weiter. Also hier die nächsten Level 1. 31 knapp 95, dann haben wir wie schon gesagt hier die 1,31 0,70 und dann können wir hier auf der Unterseite sehen, hier die Dynamik, wo es nach oben gegangen ist, hier dieses Level, grob das Schwunglevel um die 1,30,55, ähm, das ist möglicherweise ein Level, aber viel, viel wichtiger ist das, was hier unten passiert ist, das Zwischentief um die 1,28,38 bis 40 hier, also dieser Bereich hier oben, äh, in dieser Stelle, der ist doch dann sehr, sehr wichtig, bevor wir hier die alten Los angehen die ich gerade auch schon angesprochen habe. Also das, äh, wie schon gesagt, sehr, sehr interessant äh, und das, äh, ja, muss man sagen, ist das, was den Markt hier auf der Unterseite durchaus bewegen kann. Hochwärts, wie schon gesagt, wenn wir hier nicht runterlaufen und es keinen Trend gibt, dann schiebt es den Markt gut und gerne wieder nach oben. Das müssen wir abwarten. Das wäre jetzt in diesem Kontext, sollten wir jetzt einfach nach Hofen laufen. Auch eine W-Formation, das wäre dann eher ein, ein, ein Stärkezeichen, dass der Weg nach oben noch nicht verbaut ist, sozusagen. Das wird es zeigen. Aber das ist auf alle Fälle mal der Drehbereich, den wir hier entsprechend in dieser Richtung haben. Also das hier an dieser Stelle ja, ist das, was wir im britischen Fund entsprechend auch mit sehen. Das dazu, dann machen wir weiter ähm, mit dem Währungspaaren hier, euro, japanischer Yen. Den habe ich jetzt mal auf der Uhr. Ich sehe, wir bekommen auch mittlerweile die ersten Fragen rein wir kriegen wieder die Frage zum Euro-Austral-Dollar, wie weit kann der Euro-Austral-Dollar noch fallen, da gucken wir uns den Chart mal an, zumindest können wir da mal auf charttechnischer Sicht sehen, wo Anlaufmarken sind, was ich natürlich nie weiß ist, wohin der fällt, also ich könnte ja sagen, auf Null kann er fallen, da ist Schluss, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das, was man als Trader braucht, um eine Trade-Planung zu machen, deswegen schauen wir uns das Ganze nochmal hier ansprechend mit an, das haben wir als Wunschmarkt und deswegen ja, machen wir einfach hier an die Stelle weiter. Wer noch einen Wunschmarkt hat, einfach rein posten. Wir schalten jetzt sozusagen rüber in die weiteren Währungscharts und zwar wie avisiert gerade Euro, japanisches Yen. Wir sehen es hier in der Stunde. Wir sind hoch, weit hoch gelaufen. Ähm, oben fehlt so ein bisschen die Dynamik. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz auf dem, auf dem Tageschart anschauen wollen, was wir hier haben, ähm, eigentlich eine schöne, interessante bullische Situation hier an diesem Stelle, denn wenn wir uns das mal anschauen wollen. Oh Gott, Mann, meine Tradinglinien, irre. Ähm, ich hoffe, die verwirren hier nicht. Ich nehme es einfach mal ganz kurz hier einiges raus. Also. Was haben wir? Hier haben wir ein interessantes Bild. Äh, zunächst einmal, was wir hier an diesem, an diesem Punkt beleuchten wollen, worauf ich hier schaue, ist die schöne Aufwärtsdynamik, die wir hier gesehen haben. Ne? Schöner Aufwärtstrend hier äh, an dieser Stelle. Ähm, und äh, hier ist es sozusagen hier eine, eine Korrektur gewesen in einer Art Flagge. Da gab es gestern den Ausbruch, der hat aber nicht geschafft, oben drüber zu laufen. Das heißt, der Ausbruch ist zwar da, also er hat es auch geschafft, drüber zu laufen. Übers Hochtechnisch gab es eine Trendfortsetzung, aber. Äh, es kommt jetzt halt direkt zur Umkehr. Das wird sehr, sehr spannend. Was wird spannend? Spannend wird zu sehen, was passiert hier unten. Wenn der Markt tatsächlich unten drunter durchfällt, dann haben wir hier erstmal eine Umkehr sag ich mal, Formation ähm, und dann kommt als nächstes mal das Ausbruchslevel hier um die, äh, um die 125,09 ähm, auf die Uhr als Anlaufpunkt. Das wäre dann sozusagen auch ein Markt, der hier anfängt, leicht nach unten zu trenden. Im großen Kontext haben wir hier halt äh, diesen schönen nach oben laufenden Trend gehabt und der ist jetzt halt relativ weit gelaufen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen hier ähm, auf dem Tag, wenn ich es ein bisschen kleiner raffe, hier oben ähm, ist schon die Luft langsam dünn. Ne? Das ist schon ein wichtiges Widerstandslevel, aber... Wenn wir hier oben ein Verharren auf hohem Niveau bekommen, haben wir durchaus Chancen, noch weiter nach oben zu laufen. Hier äh, über die Zwischenhochs drüber, also das, was wir hier gestern gesehen, deutlich über die Marke von 1,26,70 drüber zu laufen. Dann ist der Weg im Kleinen erstmal offen. Oben rein hier in den Bereich am Zwischenhoch um die 1,27,075. Und dann, äh, ja, hier dieser, sage ich mal, von mir eingezeichnete Widerstandsbereich, das ist das Level um die Marke von 127,50 hier. Dieses Zwischenhoch, was wir hier drüben haben. Also, es ist durchaus eine interessante Verortung, die wir jetzt haben. Wir sehen auch hier hinten dieser Bereich, der war schon immer mal wieder ähm, ein Widerstandslevel, wo der Markt nicht drüber hinausgekommen ist. Ne? Das, hier sehen wir das sehr, sehr schön. Moment, wir machen das mal rot. Es ist ja hier an dieser Stelle ähm, zum Abprall gekommen. Also, schaut hier abgeprallt, hier abgeprallt, hier abgeprallt. Hier oben sind wir kurz drüber, dann wieder drunter. Und jetzt sind wir hier in der gleichen Konstellation. Und das ist jetzt halt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen kommen wir nicht unter dieses letzte Tief an dieser Stelle. Das heißt, was jetzt hier interessant ist, ist hier unten dieses Level nehmen. Das Hält das Level hier, haben wir durchaus Chancen, oben drüber zu laufen, sozusagen dort eine Kontraktion zu finden, die dann Schwung nimmt, um auf das Zwischenhoch hier oben zu laufen. Ne? Und wir sehen ja auch, dieser Bereich, äh, den wir hier haben, äh, der ist jetzt nicht nur hier an dieser Stelle ein Zwischenhoch gewesen, sondern es ist auch hier ein wichtiges Drehlevel gewesen in diesem hinteren Bereich. Und das sind die Faktoren, die wir hier oben haben. Und das ist halt das Spiel, was dann durchaus hier gespielt werden kann. Sollten wir drüber laufen, fällt der Rüberlauf allerdings flach. Das heißt, bilden wir hier einen Druck nach unten, nehmen wir dieses kleine Zwischentief raus. Ja, dann müssen wir uns wirklich auf die Unterseite orientieren. Und das ist halt das, was wir gerade auch wieder gesehen haben. Hier auf Tagesbasis haben wir halt den Aufwärtstrend auch da. Ne? Der ist halt schön zu sehen hier an dieser Stelle. Die erste initiale Aufwärtsbewegung ging hier. Über dieses blau markierte Zwischenhoch leicht drüber. Dann haben wir eine schöne ähm, korrektive Abwärtsphase gehabt und dann ist der Markt halt wirklich hochgedreht, hat aus der Korrektur raus den Aufwärtstrend gemacht. Und das ist das, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen. Und hier haben wir wieder eine sehr interessante Verordnung, wenn wir uns das Ganze mal im kleineren Bereich anschauen wollen. Ich habe hier mal den entsprechenden Stundentrend dort äh, an dieser Stelle aufgemacht. Da sehen wir es auch, wie schön der Markt nach oben getrendet ist hier an dieser Stelle. Also hier sehen wir schön den Aufwärtstrend. Ich skizziere den einfach an dieser Stelle nur mal ganz, ganz grob. Und hier oben sehen wir, dass der Markt etwas schwächer wird. Und woran erkennen wir diese Schwäche? Das sieht man relativ gut, wenn man sich mal die Korrekturen anschaut. Ne? Hier kurze zackige Korrektur, deutlicher Aufstieg. Kurze zackige Korrektur, deutlicher Aufstieg. Hier ewig lang hingezogen, die Korrektur. Da ist nichts von kurz. Das ist wirklich sehr, sehr lang. Hier Abwärtstrend gebrochen. Neuer Abwärtstrend runter, hoch, runter. Das zieht sich so ein bisschen hin. Ne? Und das ist so das Zeichen, dass man sagt: Okay, hier macht der Markt jetzt irgendwo halt. Konsolidiert und hier ist jetzt natürlich die Frage, wo geht es weiter? Wie schon gesagt, das Level hier unten, was wir da haben, äh, um die Marke, was ich hier gezeichnet habe, die 1,25, ähm, ja, knapp um die 80, wenn man es mal so sehen möchte. Also bitte hier nicht auf die letzte Nachkommastelle festlegen. Ähm, das ist ein wichtiges Level. Dreht der Markt vorher um, dann wäre das sehr, sehr positiv auch zu sehen, denn das wäre dann einfach die Fortführung des Aufwärtstrends. Das wäre wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, was hier ist, denn wir sind ja hier schon mal über ein wichtiges Level drüber gelaufen mit diesem Schub nach oben. Also jetzt. Jetzt wird sehr, sehr interessant, was hier passiert. Der Bruch der Oberseite hat deutlich Potenzial. Fallen wir drunter, wie schon gesagt. Dann sehen wir halt die Anlaufmarken auf der Unterseite. Die müssen wir einfach mit dem Blick haben hier. Das ist dann sozusagen erst einmal natürlich hier das Ausbruchslevel um die 1,2509. Und dann haben wir schön die Zwischentiefs hier unten liegen, die wir dann mit antraden können. Das heißt, hier mal die Marke um die 1,2430 in etwa bis 40 hier oben rein ganz klar und dann das Auffanglevel hier um die 13 äh, um die 12390 die Marker hier im Euro-japanischen Yen auf der Chart-Unterseite. Gut, wir machen weiter bei den Währungspaaren. Wir bleiben mal noch kurz beim ähm, japanischen Yen und zwar heute oder jetzt hier in der Zusammenarbeit mit den kandollar japanischen Yen. Also hier wirklich viele, viele interessante Sachen heute. Ich hoffe, ich überfrachte hier keinen, aber ja, es sprudelte halt als mal raus in der Tagesvorbereitung äh, und das sind halt Fakten, die wir immer wieder schön sehen. Was ist hier im Kann dollar japanischen Yen passiert? Schöner Aufwärtsschwung, den wir gehabt haben hier im größeren Kontext und hier. Auch im untergeordneten Kontext schön einen Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend ist gestern hier oben über dieses wichtige Widerstandslevel drüber gelaufen. Deshalb ist der heute hier rausgekommen. Die 81,50, die wir hier haben, das war der Verkaufsbereich. Wir sehen es hier: dynamische Abwärtsbewegung unten raus und dann sozusagen immer wieder, wo wir oben ran gelaufen sind. Das war der erste Drehpunkt da drüben. Und dann hier: Schwäche, rein, Schwäche, rein, ran, Schwäche. Und jetzt sind wir plötzlich in die Stärke gedreht. Und das ist schön. Und hier habe ich wirklich auch. Auf der Uhr zu sagen, wie geht es weiter? Wir sehen hier unten, solange wie der Markt jetzt dieses Level hier oben hält, ja, dann ist die 81,50 nämlich ein Unterstützungslevel geworden. Ähm, ist es auch ähm, gut und gerne möglich, dass wir einfach oben drüber ziehen? Das heißt, dass wir hier über dieses Zwischenhoch etwas über die Marke von 82,10 drüber laufen und dann die höheren Level anlaufen. Welche Level sind da interessant? Auch da gibt der Chart sehr, sehr schöne Auskunft. Und zwar schaut mal hier. Das hier ist ein Drehbereich. Das sind wir von hier oben nach unten gewechselt. Da haben wir hier sozusagen im Kleinen diesen letzten Aufwärtsschub rausgenommen. Der ist hier gekommen, ne? dann sind wir deutlich runtergedreht. Das wäre mal hier die Marke um die knapp 82,65 und dann sehen wir, hier hält kaum noch was auf. Da ist nichts da, wo wir auf Tagesbasis einen deutlichen Widerstand sehen. Das heißt, dann ist der Weg wirklich frei hoch auf die äh, 84,63. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Noch ist es zu früh, hier eine ganz klassische Handelsidee zu stricken, aber wer weiß, was heute passiert. Möglicherweise haben wir hier schon eine ganz, ganz klare Situation oder Signallage, wenn wir. Am Montag drin sind, aber ich will hier an dieser Stelle auch immer mal ein paar Early Bird Signale bringen, ähm, die ja die Zuschauer, die sich die Videos anschauen oder hier live dabei sind, auch bekommen, bevor sie rausgehen in geschriebenen Worten mit Bildern. Äh, deswegen finde ich das sehr, sehr interessant, was hier passiert. Und wenn wir uns das mal kurz im kleineren Kontext noch mit anschauen wollen, äh, dann sehen wir hier schön den Tagestrend. Na, hier geht er schön nach oben, hier schlängelt sich das Ganze auch schön Stück für Stück hoch, und jetzt sehen wir hier einfach nur eine Korrektur. Die hat Luft bis 81 knapp 20 hier unten rein, ohne Probleme sich auszudehnen. Und wenn wir hier eine schöne Umkehr bekommen. Dann kann man das Ganze schön nach oben mitlaufend sehen. Ähnliches ähm, habe ich auch umgesetzt im austral japanischen yen Den Chart möchte ich gerne auch an dieser Stelle nochmal zeigen. Ähm, da ist echt Geist, das ist richtig Partymodus. Das macht so ein heiden Spaß an dieser Stelle. Äh, solche Dinge hier zu traden, wenn man das mal so sieht, das sind halt einfach richtig, richtig tolle Geschichten. Wenn wir uns mal hier kurz die Woche, an, äh, den Tag anschauen wollen. Äh, dann sehen wir es auch hier, eines meiner Lieblingsmuster, äh, auch diejenigen, die hier zuschauen, die morgen auch bei der Online-Ausbildung für mich, äh, bei mir dabei sind, ähm, hier an dieser Stelle, schaut mal, das ist eines meiner schönsten Kontraktionsmuster, eine, eine Korrektur oder eine Kontraktion hier, knapp unter so einem wichtigen Widerstandslevel und dann mit Schub oben drüber raus, das ist wirklich hervorragend zum schweden geeignet und wenn man einfach mal schaut, was da draus dann wird, das ist das gleiche, was jetzt möglicherweise äh, im Kandor japanischen Yen auf uns wartet, wir sehen es hier oben rauf und dann gehen wir jetzt mal kurz in den 4-Stunden-Chart. Schaut, das war die Kontraktion äh, unten drunter, hier in diesem Bereich, und dann ging es halt schön oben drüber. Und dann hat sich halt wirklich der Trend nach oben fortgesetzt. Es trendet sehr, sehr schön hoch und es läuft halt in die oberen Level rein. Und wir sehen es halt auch am Tageschart, was alles ist. Wir sind hier mittlerweile an einem sehr, sehr hohen Level angekommen. Das ist das aktuelle Jahreshoch. Und hier scheint der Markt auch noch nicht Ruhe zu geben. Wir sind jetzt hier drüber gelaufen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, was dort passiert. Deswegen hier der ähm, Kann dollar japanische Yen auch ein frühes Signal, aber etwas sehr, sehr Schönes, was wir durchaus momentan auch gut und gerne mit traden können. Ja? Das ist das, was wir hier auf der Uhr mit haben. Kann dollar japanisches Yen. Jetzt kommen wir noch auf Euro Singapur Dollar. Etwas, was ich nicht so oft hier auf der Uhr habe, aber wo der Chart mir auch gefällt. Ich muss erst mal schauen, ob ich den überhaupt offen habe. Ne, den habe ich gar nicht offen. Da muss ich jetzt mal ganz kurz hier reingehen. Halt. Steuerung M wollen wir haben und da mache ich mal Euro-Singapur-Dollar auf. Etwas, was wir wirklich sehr, sehr selten hier sehen. Aber ähm, der Chart schaut halt, schaut halt relativ interessant an dieser Stelle aus. Ähm, deswegen schauen wir hier doch einfach mal ganz kurz rein. Wir gehen mal ganz kurz auf den Tageschart. Schaut mal, ähm, was wir hier an dieser Stelle haben. Skizzieren möchte ich das Ganze mal ganz flott. Ich will jetzt hier nicht zu tief ins Detail gehen, ähm, zumal wir ja heute auch noch einiges auf der Uhr haben und es schon kurz nach neun ist. Ähm, das heißt, an dieser Stelle hier, schaut es euch an, im größeren Schwungbild. Ja, ganz, ganz groß das Schwungbild, was ich hier habe. Das trendet schön nach oben hier. Alles wirklich sehr, sehr gut. Ähm, was haben wir hier? Schön eine Korrektur. Auch auf diese Abwärtsbewegung muss ich jetzt nicht zwangsweise im Detail eingehen. Wichtig ist eins: Wir sind hier äh, über das letzte Zwischenhoch oder über ein letztes wichtiges Zwischenhoch drüber gelaufen. Ähm, das sehen wir hier auch. Und wir sehen halt auch hier schön den Aufwärtstrend. Der läuft jetzt schön nach oben durch und der konsolidiert hier oben. Ne? Das ist so die, die Konsolidation. Mensch, Knoten auf der Zunge. Das ist schön. Die Konsolidierung, die wir hier sehen. Und das, was ich hier an dieser Stelle sehe, ist eine sehr, sehr interessante Verortung. Und diese Verortung ähm, ist halt spannend, weil wir genau hier oben in so einem, ja, sag ich mal, wichtigen Drehlevel markieren. Hier oben das Level um die Marke ähm, von 1,62 in etwa. Ne? Da sehen wir hier momentan immer wieder Schwäche. Und jetzt ist es hier halt sehr, sehr spannend zu sehen, was macht denn der Markt aus dieser Schwäche? Ja, das heißt. Das, was wir hier oben sehen, ist die Konsolidierung. Wir sehen hier an dieser Stelle, hier ist ein gutes, schönes Haltelevel unten und oben auf der gegenüberliegenden Seite ist momentan der Deckel. Das heißt, wir haben hier oben eine schöne Trading Range. Und wenn diese Range nach oben verlassen wird, dann sehen wir halt auch, dass das Potenzial durchaus zur Oberseite liegt. Das heißt, hier oben rein erstmal hier in Richtung des Hochs um die Marke von 1,63. Und wenn wir uns das mal auf dem Wochenchart mit anschauen wollen. Wenn das rausgeht, wenn das der Markt tatsächlich rausnimmt, ähm, hier auf die 63 läuft, dann ist der Weg nach oben hin auch relativ gut schon vorkennzeichenbar. Ähm, nämlich um die 1,6445 haben wir hier oben das nächste große Zwischenhoch und hier noch einen kleinen Zwischenanlaufpunkt um den Bereich 1,6380. Das sind schöne Level, die wir auf der Oberseite haben. Wenn es den Markt tatsächlich aus dieser hohen Konsolidierung rausschiebt, wäre das wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen, äh, denn hier die Verortung innerhalb, Innerhalb des Aufwärtstrends zeigt uns, dass wir nach oben gehen. Wir sehen auch, wenn die Schwäche reinkommt, nämlich dann, wenn wir hier diese Seitwärtsphase nach unten verlassen, dann heißt es erstmal Korrektur an dieser Stelle. Und da müssen wir einfach schauen, wo es hinläuft. Wir haben hier das Ausbruchslevel hier an dieser Stelle. Ne? Das wäre mein guter Anlaufpunkt. Und dann hier die Zwischentiefs bzw. der Auffangbereich hier unten. Das sind ein paar Level da, die durchaus interessant sind, sein können. Aber soweit ist es an diesem Punkt noch nicht das zum Euro Singapur-Dollar und damit äh, gehen wir noch zum britischen Pfund Schweizer Franken äh, und dann kommen wir noch zum Wunschmarkt zwei haben wir sogar noch Euro Austral-Dollar und US-Dollar norwegische Krone ja, das sehr schön auf öselich auch noch mal kurz schauen ähm, kriegen wir hin Mensch das macht Spaß danke Leute dass ihr hier so viele Fragen stellt ähm, das ist echt klasse. Schön. Das freut mich, äh, dass äh, das auch so umgesetzt werden kann. Also, jetzt der Blick in britisches Pfund, Schweizer Franken. Bitte auch bei diesem Chart immer auf der Uhr haben, ähm, dass wir gerade Brexit-Verhandlungen haben. Ne? Das muss man mit beihaben. Aber wenn wir das sehen, äh, kriege ich immer wieder feuchte Augen, äh, weil wir sehen ja hier. Wie wir die Trade-Vorbereitung bei sowas auch schon gemacht haben. Ne? Schaut euch mal an, solche Level, solche Level hier, die lege ich ja nicht aus Spaß und lieber Langeweile in den Charts, sondern das sind Early Birds. Und das ist richtig genial, denn schaut mal hier, Schub nach oben, Korrektur, Gegenbewegung, also zur Korrektur wieder in Richtung dieses initialen Aufwärtsschubs, ein tieferes Hoch, Achtung, Schottgefahr, denn hier oben verortet in dem Widerstandsbereich. Dann kam der Ausbruch und schaut mal, wo wir stehen. Ja, das ist doch traumhaft, wie gut man sowas planen kann. Wir schauen jetzt allerdings noch auf eine andere Geschichte. Ja, wenn wir das hier sehen, müssen wir ja auch irgendwann mal schauen, was passiert denn hier im Tageschart. Und der Tageschart rein von der Verortung her. Da sind wir jetzt halt wieder mal in dem Level aufgekommen, hier oder noch sind wir nicht da. Aber wir nähern uns dem Ganzen schon. Also diese starke Abwärtsdynamik, worauf ich hier hinaus will, ist, möglicherweise stehen wir hier irgendwann mal vor einer ordentlichen Gegenbewegung. Ja. Mal sehen, was kommt an dieser Stelle. Wir sehen momentan halt, dass der Brit das britische Fund immer immer schwächer wird. Das hat halt auch häufig auch Auswirkungen auf das ganze Thema Brexit. Ähm, aber wenn es mal eine Gegenbewegung kommt, der Markt preist halt hier momentan extrem schlechtes eine. Wenn man dann merkt, ui, so schwimm ist es doch gar nicht, äh, wie wir es erwartet haben, dann gibt es die heftige Gegenbewegung. Deswegen sage ich, legt euch hier mal auf die Lauer unten um die 1.17 knapp 30 hier, wo wir den Auffangbereich haben. Ähm, da wird es mal interessant zu sehen. Vielleicht klappt es mit einem kleinen Rückschnapper, den wir hier haben. Wenn es allerdings bricht, können wir uns schön zur Unterseite orientieren, denn äh, wir haben an dieser Stelle ähm, hier einen großen, großen Bereich. Die Tiefs hier, was hier um die Marke von 1,1631 äh, angelaufen hat hier und hier wurde schon mal getestet, danach ging es nach oben. Der Weg ist offen. Also es ist ein schönes Spannungslevel, was wir hier haben und mit Blick auf eine mögliche Korrektur sehen wir halt auch hier, wo die Reise hingehen kann. Das heißt, selbst wenn wir in diesem, in diesem trendigen Kontext hier nach oben nach unten nur einen Rückschnapper bekommen sehen wir schon mal wo es hingehen kann ne das heißt erst einmal hier oben das Level um die 1,18, knapp 13, das wäre der Verkaufsbereich. Wenn wir dort jetzt drüber gehen, sehen wir eine einsetzende Korrektur. Und dann müssen wir uns hier an dieser Stelle ähm, mit diesem Bewegungsarm beschäftigen, also dieser, der hier nach unten gelaufen ist. Ich mache den mal ganz kurz in Rot. Ähm, mit dem müssen wir uns beschäftigen, denn wer eine Korrektur, eine Gegenbewegung handeln möchte, ähm, der orientiert sich sinnvollerweise wegen dieser großen Schwankungsbreite her äh, nicht an dem Großen, was hier passiert ist, denn die Abwärtsdynamik ist wirklich heftig, sondern er nimmt sich nur diese Abwärtsbreite. Bewegung hier raus und sucht hier mal gute Anlaufpunkte und da schalten wir zurück in den 15-Minuten-Chart, wo wir den Trendverlauf nämlich nach unten sehen können und da sehen wir halt schön ähm, dieses Level hier an dieser Stelle, dass wir sozusagen hier ganz grob in der feinen Planung auf dieses Zwischenhoch mal hochlaufen können. Das wäre der erste wichtige Anlaufpunkt, weil der nimmt diesen Abwärtstrend hier unten raus. Ähm, das wäre der erste Punkt. Nummer zwei wäre dann natürlich hier dieser Drehbereich, den wir haben, aber wenn wir uns orientieren wollen an den Zwischenlos, inzwischen den heiß, dann haben wir hier die 11851 und dann können wir uns noch ein Stück weit nach oben orientieren. Hier dieser Drehbereich, wo wir auch dieses ähm, Widerstandslevel haben um die 119055. Das ist schon mal was, was wir auf dem Weg nach oben innerhalb des Bewegungsarms mitnehmen können. Zusätzlich noch hier die 11925 in etwa. Also das sind sehr, sehr schöne Level, wenn es zu einem Rückschnapper kommt, ja. Und das sehen wir dann relativ schnell, wenn wir einfach in den 15-Minuten-Chart schauen wollen. Nämlich der setzt sich fort, wenn er hier drunter läuft. Und wenn er doch drüber springen sollte, dann haben wir hier die markanten Level, wo wir das Ganze planen sollten. Also sehr, sehr interessant hier der Blick in britisches Pfund, Schweizer Franken. So, dann komme ich jetzt mal zu den Wunschmärkten. Wir starten mal durch äh, mit dem Markt hier ähm, Euro-Austral-Dollar. Ähm, wie schon gesagt, ich habe da vorhin ja schon scherzenshalber gesagt, äh, auf die Frage, äh, wie tief der Fallen kann, er kann auf Null fallen. Ähm, aber das war natürlich äh, nicht ernst gemeint. ja, auch wenn die frage natürlich an diesem ergebnis ähm, äh, korrekt beantwortet ist, hilft uns das schweden ja nicht weiter. Ne? was wir allerdings sehen, ist dass wir hier ich lasse den kontext mal ganz kurz so, wie wir ihn hier haben wir sind jetzt natürlich hier aus diesem. Sag ich mal, Support-Level rausgefallen. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier, ich mache es mal größer, wir müssen dann allerdings ein bisschen kleiner noch reingehen. Ähm, wenn wir uns diesen Bereich mal kurz anschauen wollen, wir sind natürlich hier, ähm, nein, das muss ich so machen, äh, das hier ist. Sind mal die großen Range-Grenzen gewesen. Ne? Oberseite 1,65, 40, Unterseite 1,61, naja, 47, 48. Da sind wir jetzt mit Dynamik unten drunter durchgefallen und deswegen muss ich jetzt mal kurz eins hochgehen ähm, in die Woche rein, denn wir nehmen momentan auch sehr, sehr wichtige Wochentiefs raus an dieser Stelle. Ne? Das sind hier unten ähm, diese Level hier. Schaut mal, das ist ein Tief gewesen, wo immer wieder was reingekommen ist. Hier haben wir auch so ein Level. Ähm, das heißt, hier wird schon sehr, sehr viel Druck oder hier gibt es schon sehr, sehr viel Druck zur Unterseite hin. Ähm, das heißt, an dieser Stelle halt, wir trennten halt zur Unterseite hin weiter raus. Und das müssen wir auf der Uhr haben, denn. Ähm das, was wir hier im kleinen untergeordneten Bild sehen, das, das Trendige hier, ne, was wir hier an dieser Stelle haben, das hat jetzt natürlich das Potenzial, weiter den Weg nach unten wegzureißen. Und das müssen wir wirklich ähm, sehen. Mittelfristig sind die nächsten Anlaufpunkte dann halt hier drüben ähm, in diesem Bereich so ganz krab um die Marke von mh, knapp 1. Ähm, was haben wir hier unten? Ne, wir müssen das mal anders machen. Ähm, hier, das müssen wir mit den Anlaufmarken machen. Also, wo wir es unten drunter haben, hier, das wäre mal dieses Anlauflevel knapp die Marke von. Ja, 1,59,65, das wäre das erste. Äh, und dann haben wir hier so ein paar Zwischentiefs liegen, um die Marke von 1, naja knapp 59. Das sind die kurzfristigen Level, die wir durchaus auch haben. Man kann das Ganze noch weiter nach unten ziehen. Hier haben wir auch ein schönes Auffanglevel, das kommt aus dem Jahr 2019. Hier unten in der Bereich um die 1,57. Und wenn auch das nicht hält, können wir noch weiter nach unten schauen. Das wäre dann hier äh, das Jahrestief 2000 und Ne, das ist nicht mal das Jahrestief 2018, aber da sind wir bereits im Jahr 2018, die Marke um die 1,53,45. Ähm, also da ist viel, viel Luft nach unten. Ob und wenn ja, wann wir das sehen, steht natürlich offen. Deswegen sind die nahen Orientierungspunkte viel, viel wichtiger. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, wie weit äh, Euro-Austral noch fallen kann, ähm, ich sage mal, kurzfristiger Natur ist jetzt der Weg erstmal durchaus offen hier unten in die Marke rein 1,59,65. Das ist durchaus ein ein relevantes Level, wenn man das mal nimmt und wenn wir uns mal ganz kurz noch damit bemühen wollen, ähm, hier mal die Korrekturtiefe auszumessen. Äh, Moment, wir machen das einfach mal. Ich muss dazu allerdings den Schatten ein bisschen größer machen, hier, dass wir es dass besser ziehen können. Also das heißt, einfach mal die Tiefe aus diesem letzten Schwung hier rauszunehmen. Also, wenn wir uns das Kleine mal anschauen wollen, ähm, dann sind wir natürlich hier in diesem Bereich unterwegs. Also das, was wir hier nach unten haben, so, das ziehe ich mal ganz kurz unten rauf. Und wenn ich das mal unten ransetze, hier an, diese, an diesem Punkt. Da werden wir gleich sehen, wenn ich das noch mal kleiner mache, wie tief wir hier reingehen können. Und da sehen wir es. Da laufen wir mal locker in die Punkte hier unten rein unter die Marke von 1,57, was wir dort jetzt am Potenzial haben. Also das ist durchaus etwas, was man da auf der Uhr haben kann. Ich hoffe, ähm, Ewald, das passt soweit äh, von der Fragenbeantwortung her ähm, auf der Unterseite. Ähm, wenn nicht, bitte einfach noch mal ganz kurz nachfragen. Wir machen weiter. Nächster Wunschmarkt: US-Dollar, norwegische Krone. An diesem Punkt äh, hier, das sehe ich. Ich sehe gerade auch in Zoom, hebt jemand die Hand. Ähm, Handheben alleine hilft mir relativ wenig. Ich sehe nicht, was ihr auf der Uhr habt. Ähm, das heißt, bitte einfach mal in die Chats reinschreiben, was sozusagen hier äh, ja, mit äh, die Frage war. Das Handheben, das äh, ist mir wichtig, wenn ich sowas schon sehe, dass wir da auch eine Frage bekommen, wenn eine da ist. Gut, also jetzt geht es weiter mit US-Dollar norwegischer Krone. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Den Chart habe ich momentan gar nicht offen. Doch, ha, da ist er. US-Dollar noch hier. Wir gucken, schauen mal auf den Tageschart. Äh, ja, hervorragende Verortung. <laughs> Läuft nach unten. Schön ähm, zu sehen, wo wir gerade stehen. Und was hier unten passiert, Tageschart zeigt uns an, wir sehen es hier unten, einen hervorragenden Supportbereich, ähm, der tatsächlich schon relativ ähm, ja, lange existent ist. Wir sehen das hier, Moment, hier einfach mal reingezogen. Den gibt es schon ein bisschen länger, den hat der Markt schon äh, deutlich öfter auf der Uhr gehabt, hier unten, diesen Bereich um die, äh, um die 873, äh, 874. Ne? Sehen wir sehr, sehr schön, was wir hier an dieser, an dieser Stelle mit im Chartfenster sehen. Also schaut mal hier, das waren die ersten wichtigen Berührungspunkte, die wir hier sehen in diesem Kontext. Ne? Oben, unten, jetzt sind wir hier von oben wieder drauf gelaufen. Es ist hier aktuell ein Support-Level. Aber, und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle, ähm, das Support-Level an sich äh, wird, morgen, äh, wird aktuell schon arg strapaziert. Ne? Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, der letzte Test ging gleich nach oben. Hier sind wir gar nicht erst runtergefallen. Jetzt laufen wir drauf und hier wird immer wieder maltratiert, von oben nach unten. Und das äh, zeigt uns schon so ein bisschen, okay, so richtig wollen die Käufer hier nicht loslassen, äh, die Verkäufer. Das ist wichtig zu sehen. Was wir in diesem Kontext noch mit sehen müssen, ist diese Außenkerze hier. Das ist eine Unsicherheitskerze, die ist weit nach oben gelaufen, hat aber komplett abverkauft. Aber ähm, der, der Abverkauf hat hier oben auch an einem wichtigen ähm, Widerstandslevel stattgefunden. 8,92 in etwa. Das sehen wir hier. Das, da müssen wir die kleinen Bilder anschauen. Aber hier sehen wir es. Rangelaufen, runter, wieder ran, wieder runter. Das ist schon ein Schwächezeichen. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist: Achtung, aufpassen. Wenn wir tatsächlich unter diesem Widerstand fallen, das heißt, wenn wir auch hier das Zwischentief unten rausnehmen, dann setzt sich die kleinere Abwärtsdynamik nach unten fort. Ich gehe mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Ähm, da sehen wir hier an dieser Stelle, äh, dass der Markt ja schon nach unten läuft. Ne? Also wir sehen es von oben kommend, äh, doch die Abwärtsdynamik da äh, und das ist das, was jetzt interessant ist. Also schaut mal hier, das ist ja der starke Abwärtsschub hier und das schlängelt sich jetzt hier so ein bisschen runter. Ne? Steig, äh, fallende Hochs, ähm, fallende Tiefs, die wir hier an dieser Stelle haben ähm, und das ist jetzt halt wirklich wichtig. Hier sind wir jetzt mal kurz über dieses kleine Zwischenhoch drüber gelaufen und jetzt kriegt man sofort hier wieder die Schwäche rein. Und wenn sich dieser Abwärtsschub fortsetzt, das wäre dann wirklich ein Zeichen, dass wir eher die Unterseite sehen. Also das ganz genau mit auf der Uhr haben, das wird sehr, sehr spannend in diesem, in diesem Augenmerk auch, die Unterseite zu sehen. Also wenn das Ganze unten drunter durchwegbricht, wenn wir uns das Ganze nochmal kurz auf der Woche anschauen wollen, dann ist tatsächlich Luft nach unten und die Luft nach unten bringt uns halt hier in dieses größere Unterstützungsband um die, ähm, naja, grob über den Daumen gesagt. Ja, Krop 0478. Das hier, 8, entschuldigt, 8478. Hier unten im Währungspaar US-Dollar-Norwegische Krone. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Und dann schauen wir einfach mal noch flott in die Indizes rein. Und da haben wir noch mehr Wunschmärkte. Ähm Gut. Ha, Lutz fragt, wie viele Leute äh, kann Dollar Yen traden? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der Chart sieht aber interessant aus. Ja, und ich weiß, ähm, wenn mir sowas gefällt, trade ich es einfach. Da ist mir relativ egal, ob das andere traden oder nicht. Äh, von der Seite her, der Markt wird bewegt. Ja, und wenn der Markt sich bewegt, dann fahren wir einfach mit. Gut. Also. Da haben wir keine weiteren Fragen. Heißt also, an dieser Stelle machen wir weiter. Äh, hier mal noch flott den Blick äh, über das WTI. Äh, an dieser Stelle den einen oder anderen interessiert das auch täglich. Das ist auch absolut korrekt, damit drauf zu schauen. Ähm, WTI, wir hatten es diese Woche, äh, ist momentan sehr, sehr schwankungsbereich. Kürzel ist hier XTI. Äh, wir sind jetzt oben drüber gelaufen hier an dieser Stelle. Ähm, das ist also sehr, sehr interessant zu sehen, was hier oben geht. Der Ausbruch über diese Konstellation, wir hatten das ja besprochen, ist momentan wieder gekauft worden. Ja? Unabhängig von den Zahlen, die wir äh, hier am Mittwoch bekommen haben äh, zum Öl, hat der Markt die Chance weiter nach oben zu laufen, und das, was wir hier sehen, ist momentan halt einfach auch der intakte Aufwärtstrend äh, im Stundenchart. Der sehen wir, schlängelt sich weiter nach oben. Und solange wie der intakt bleibt, passt hier auch alles. Ausbruch ist mittlerweile äh, bestätigt. Korrektur natürlich immer möglich. Erst einmal locker hier unten rein, bis an das kleine Zwischentief hier um die äh, 44, 84, 85. Das haben wir da, aber ansonsten der Trend ist your friend. Also folgen wir dem Ganzen einfach bis nach oben hin und wir haben ja ein paar Anlaufpunkte auf der Oberseite. Von der Seite her ist hier alles auch in Ordnung und wie schon gesagt, das größere Bild würde sich erst dann ändern, wenn wir hier unten drunter durchfallen unter da das letzte Zwischentief. Da haben wir ja auch die Kaufsupports unten drinnen liegen um die 44,70. Also da ist momentan wirklich alles okay und der Weg nach oben ist halt offen. Und der nächste größere Widerstandsbereich, wie schon gesagt, den haben wir hier oben um die 50-Dollar-Marke. Kleiner Zwischenanlaufpunkt hier noch. Das, was ich hier in blau markiert habe, das Level um die 48, 60. Müssen wir mal schauen, wie es wird. Aber aktuell, wie schon gesagt, sieht es nach oben gehend aus. Ne? Immer, wenn ich das besprochen habe, ging es zwar erstmal ein Stück nach unten. Deswegen ähm, schauen wir einfach, was die untergeordneten Trends machen. Aber hier die Long-Seite sieht interessant aus. Auf der Shortseite muss man schauen, ob und wann hier eine Umkehr kommt. Das kurz. Der Blick äh, in XTI. Äh, dann schauen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die US-Indizes. Äh, der NASDAQ hatte die Tage ziemlich stark abgegeben. Es sieht hier momentan so ein bisschen auch nach deutlicher Konsolidierung aus, wenn wir das mal sehen. Diese Kerze war schon richtig heftig zur Unterseite unterwegs. Gestern dann neues Tief gemacht hier unten rein, aber die Konsolidierung sozusagen ähm, geht hier weiter von dannen. Das heißt, wir müssen schauen, dass gestern war ein Umkehrtag. Der muss natürlich erst einmal bestätigt werden, damit wir hier weiter nach oben laufen können. Aber es schaut momentan einfach so ein bisschen aus, dass der Markt etwas konsolidieren möchte. Wo sind wichtige Anlaufmarker hier? Hier, ähm, an dieser Stelle, wir sehen dieser Bewegungsarm ist halt gut unterwegs. Hier haben wir auch noch untergeordneten Trend. Äh, und wenn wir uns da einfach mal auf die Laue legen wollen, wo wichtige Marker sind, ähm, dann können wir halt sehen, Moment, ich räume den Chart mal ganz kurz auf, was wir hier an dieser Stelle ähm, mit äh, zur, äh, sag ich mal, Planung mit rannehmen können. Und zwar ist das halt hier an dieser Stelle der Weg nach unten. Sollten wir hier unter das Tagestief von gestern fallen, hier das Tagestief von gestern grob die Marke von 12.200. 219 Punkten. Ähm, dann haben wir hier den nächsten Auffangpunkt, den nächsten größeren, der eine Marktbeachtung hatte. Und das ist hier das Bereich oder das Level um die 12.100 Punkte-Marke. Das Ding kommt auch nicht von ungefähr, sondern das haben wir auch aus den untergeordneten Zeiteinheiten gut ersichtlich, äh, was da los ist. Und zwar kommt das aus dem hier. Ich skizziere es mal eben kurz auf hier aus diesem. Aufwärtsschub nach oben. Der hat hier kurz konzentriert, äh, konsolidiert und lief dann nach oben. Und das ist natürlich hier schön der letzte Bewegungsarm. Und wenn wir hier tatsächlich ähm, die Abwärtssequenz nach unten hin fortsetzen, ähm, das wäre dann sozusagen der untergeordnete Trend, der hier läuft. Und der kann dann durchaus entsprechend die Level zur Unterseite auch mit einnehmen in der korrektiven Phase. Das heißt, mal hier ins Ausbruch in den Ausbruchsbereich reinlaufen auf 12.1 bzw. dann hier unten mal die 11.000. 800-Punkte-Marke auch noch mit in Angriff nehmen. Er könnte sogar noch tiefer gehen, hier unten rein, um die äh, 11.500-Punkte-Marke. Das würde jetzt dem ganzen großen Bild, was wir hier haben, also diesem großen Trend, relativ wenig Abbruch geben. Äh, sogar diesem hier wäre das relativ egal. Das wäre dann einfach nur eine Konsolidierung auf einem Niveau, was einfach weit gelaufen ist am Allzeithoch. Wir schauen, wie es wird, aber. Wir sehen es halt, der Markt ist momentan doch etwas angespannt. Äh, der Arbeitsmarkt ist nicht gerade einfach. Wir stehen auf hohen Covid-19-Zahlen. Wir haben wieder mal das Wochenende und wir hatten ja immer wieder ähm, ja, Covid-19-Montage, Impfstoffmontage hatten wir jetzt die letzten Zeiten auch immer mal wieder gehabt. Und wenn sowas jetzt langsam abflaut, dann fehlen halt die Good News und dann nimmt der Markt halt einfach auch mal Gewinne mit. Für die Zukunft schaut es aber relativ gut aus. Das heißt, am ganz großen Gesamtbild hat sich ja momentan auch relativ wenig bis nichts geändert. Ähm, von der Seite her sehen wir hier die Korrektur jetzt einfach mal am Laufen. Das ist also hier der Punkt an dieser Stelle. Ja, und dann äh, würde ich sagen machen wir mal ähm, eben noch weiter mit äh, dem Blick auf den äh, DAX und zwar ähm, das, was wir hier ähm, möglicherweise in der Zukunft erwarten können. Was heißt möglicherweise das, was wir nächstes Jahr äh, im DAX auch erwarten können, denn es geht jetzt sozusagen darum, ähm, dass wir hier im Markt sozusagen äh, schon die Ankündigung haben, dass der Index, der DAX sozusagen äh, nächstes Jahr... Zuwachs bekommen wird. Ne? Wir haben es hier oben stehen, DAX 2.0 ist der alte DAX nicht mehr zeitgemäß. Ähm, wo kommt das Ganze her? Äh, wir haben es gesehen ähm, zuletzt äh, mit dem äh, Skandal um Wirecard, äh, sind doch einige Fragen aufgekommen um die Zusammensetzung im, äh, im, im DAX, wo man gesagt hat, okay, ähm, ist denn ein Wirecard oder eine Wirecard äh, das Unternehmen wirklich gut genug für den DAX gewesen? Weil, warum ist Wirecard auch mit in den DAX aufgenommen? Ganz einfach wegen seiner starken, ähm, sag ich mal, äh, äh, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, äh, Marktkapitalisierung, das ist das Wort. Deswegen äh, sind hier, ist, ist, ist die Aktie hier auch mit in den, in, den, in den Index mit aufgenommen worden. Und das ist halt jetzt auch ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir müssen hier grundsätzlich mal Überlegungen äh, gestalten, ob man den DAX nicht verändern muss. Der zweite Blick, der gemacht worden ist, ist einfach mal zu sagen, okay, ähm, der deutsche Leitindex umfasst nur 30 Werte. Andere Leitindizes in anderen Ländern umfassen deutlich mehr Werte. Äh, und da hat man halt einfach gesagt, okay, man sollte hier vielleicht auch ein bisschen das Ganze nach oben anpassen. Gut, nun muss man allerdings auch sagen, wir haben ja keine, keine, keine 1, 2, 3, 4.000 Unternehmen in Deutschland, wo man so einen Index extrem groß machen kann. Das funktioniert natürlich auch nicht, wie es beispielsweise auch in den USA hat. Da sagt man ja, in den USA ist der Dow Jones der Leitindex überhaupt. Ich Persönlich sehe den DAO ähm, als wichtigen Index in den USA, aber für mich persönlich viel, viel wichtiger ist der SP 500. Aber das sind persönliche äh, Nuancen, die hier an dieser Stelle abwarten. Mit Blick auf den DAX sehen wir halt, dass es nächstes Jahr Veränderungen geben wird. Äh, was wird denn genau jetzt geändert? Ich mache einfach mal einen kurzen ähm, flotten Abriss sozusagen ähm, über die Dinge, die hier auf uns zukommen. Zum einen ähm, wird es so sein, dass es äh, strengere Regeln geben wird um überhaupt in den DAX äh, rein, ein, ein, aufgenommen zu werden. Ja? Also da geht es da nicht nur um die klassische Marktkapitalisierung umgesetzt, wird das Ganze dann nächstes Jahr im September, ja, deswegen ich bin hier sehr, sehr früh dran, aber die Infos sind jetzt nun mal auch schon seit einer, seit einer geraumen Zeit raus und der ein oder andere hat ja auch Fragen gestellt dazu, deswegen wird es das Ganze entsprechend hier geben, das heißt, wir gehen von 30 auf 40 Werte insgesamt, ähm, das Ganze passt hier, wir haben ja auch vor ein paar Jahren äh, den, die Erweiterung vom MDAX gesehen, ähm, auf 60 Unternehmen, ähm, das heißt, hier wird es so sein, dass in diesem Zusammenhang ähm, auch der MDAX zurückgeht auf 50 Werte. Das Ganze hier, ja, muss man einfach hier mit hernehmen. Also es wird ein bisschen umgeschichtet. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, was für den Dax dann wirklich sehr sehr wichtig ist, ist der Blick, das Thema vom vom Börsenumsatz. Das heißt, die Börsenumsätze an sich spielen an dieser Stelle dann keine ähm, Rolle mehr. Und es gibt halt auch wichtige Regeln, die dazu kommen. Das heißt, wir haben hier ähm, ganz klar äh, neue Regeln, die sich sagen, Zahlenwerke müssen fristgerecht vorgelegt werden. Ja, das war ja auch dieses Hickhack bei einer Wirecard, dieser Punkt. Ähm, wenn das nicht vorgelegt wird, richtig in den zeitlichen Punkten, da gibt es ein paar Fristen, wer aus der Frist raus, es fliegt sozusagen entsprechend ähm, aus dem Index entsprechend wieder raus. Also das Ganze wird hier stehen und das Ganze hat halt auch äh, sozusagen den, den Punkt, dass man diese Zahlen wirklich vorlegen muss, geprüft. Und das hat ja bei Wirecard eine Weile nicht funktioniert. Das nächste, äh, was hier als äh, Punkt mit auf der Uhr steht, ist, dass ab Dezember 2020 nur noch äh, Unternehmen im DAX aufgenommen werden, die nachweislich profitabel sind. Ja? Damit möchte man halt einfach Unternehmen raushaben aus dem größten Index hier in Deutschland, die unprofitabel sind. Das heißt, hier muss das Unternehmen tatsächlich Gewinne machen und das nicht einfach nur mal ein Quartal, sondern nachweislich ähm, im Rückblick über die letzten zwei Jahre. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? In, Punkt, äh, in puncto ähm, Regelungen, dass diese Regelung, die ich jetzt genannt habe, die gilt äh, sozusagen nur für DAX-Aufsteiger. Die, die Werte, die jetzt momentan im DAX drin sind, betrifft das an dieser Stelle noch nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann. Ähm, kommt auch noch ein Punkt dazu, wie oft wird das denn überprüft. Und hier ist es jetzt so, ähm, dass äh, aktuell die Überprüfung vom DAX einmal jährlich stattfindet und zwar im September regulär. Ähm, hier wird es dann zweimal sein. Ja? Das heißt, die nächste reguläre DAX-Überprüfung kommt im März 2021 äh, und dann also alle halbe Jahre sozusagen, dass hier die Überprüfung sein wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und ähm, nochmal kurz zurück auf den Punkt zu kommen, äh, was ich gesagt hatte, das Thema der Börsen. Umsatz äh, des Unternehmens, der spielt hier keine Rolle mehr. Nein, was hier wichtig ist, ist, dass die Indexmitglieder eine Mindestliquidität aufweisen müssen. Und das ja, sind mal so ein paar grobe Änderungen, die hier kommen. Und das ist das, was dort im nächsten Jahr dann entsprechend auf uns warten wird von der Seite her. Ist das mal ein kleiner Abriss gewesen, so. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns jetzt, nachdem wir das miteinander besprochen haben, noch mal ganz flott äh, den deutschen Leitindex an. Hier mache ich das Bildschirm, den Bildschirm noch mal ganz kurz groß, damit wir hier zum Wochenabschluss natürlich auch noch mal auf den DAX schauen. Und wir sehen hier ähm, einen DAX, der wirklich sehr, sehr schwach auch in den Handel reingeht. Und ich gehe gleich, keine Sorge, ich gehe gleich auf den Tageschart ein, aber wir sehen hier die Abwärtsschwäche, ne? Und zwar sehen wir hier, schaut es euch an, da ist etwas, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Das ist ein Abwärtstrend. Ja? Gut, ich habe den Abwärtstrend jetzt grün gemacht. Sorry dafür, ähm, aber es ist ein Abwärtstrend. So, und der Abwärtstrend ist halt da und der läuft so lange wie er läuft. Das ist halt, der ist jetzt maßgebend. Deswegen auch für das, was heute kommt, äh, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, schaut euch das mal an. Wir nehmen hier unten jetzt wirklich mit sehr, sehr viel Dynamik die Tiefs raus. Und das letzte Tief, was wir hier unten drinnen sehen, ist die Marke von knapp 13.160 Zählern. Und das ist wirklich sehr extrem. Was passiert hier momentan? Zum einen ähm, ist wieder sehr, sehr viel Unsicherheit in den Markt zurückgekehrt, weil wir hier momentan bei uns in Deutschland extreme Ausnahme, äh, Ausmaße äh, mit den Neuzahlen in Covid-19 haben. Ne? Wir haben jetzt keine Stagnation mehr, sondern wir haben wieder einen starken Zuwachs. Ähm, hier bei uns in Sachsen beispielsweise ist es so, dass wir ab Montag, wir dürfen Sachsen nicht mehr verlassen. Ähm, wir haben einen harten Lockdown in dem Moment, äh, wo alle Geschäfte auch geschlossen sind. Und das, ähm, da gehen jetzt ganz klar die Diskussionen auch los äh, auf oberster Ebene, ob man das nicht äh, in anderen Bundesländern genauso machen möchte. Und zwar nicht erst äh, nach den Weihnachtsfeiertagen, sondern heute Morgen haben wir es gehört, schon ab dem 20. Äh, Dezember. Das bringt natürlich massive Unsicherheiten. Das ist das, was wir hier spielen. Die Frage ist nur. Hat sich damit am großen Gesamtbild was verändert. Wir wissen ja, dass die Problematik da ist. Diese Diskussionen darum, ähm, dass wir einen harten Lockdown bekommen nach Weihnachten, äh, ist ja, ist ja auch schon bekannt. Ähm, das Ganze jetzt ein paar Tage früher zu machen. Das sind jetzt die Diskussionen. Äh, da ist dann die Frage, ob das wirklich so extrem gravierende Auswirkungen hat wird, haben wird äh, wegen den paar Tagen, äh, dass die Geschäfte nicht offen haben. Weiß man nicht so genau, aber der Markt spielt genau dieses Spiel jetzt, dass das halt massive Auswirkungen haben wird. Ähm, einen großen Unterschied gibt es noch zum Lockdown, im, äh, den wir Anfang des Jahres gehabt haben. Ähm, dieser Lockdown jetzt trifft nicht alle Branchen und das ganze Land, wo wirklich das ganze Land stillgestanden hat, sondern... Ähm das trifft die Produktion, äh, läuft entsprechend weiter. Also die produzierenden Unternehmen, wo die Aufträge auch da sind, das wird jetzt nicht eingestellt, das kommt jetzt hier nicht zu massiven äh, Firmenschließungen und, 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 äh, sondern die Maßnahmen sind ja ganz klar geregelt auf Kontaktvermeidung, äh, weil man halt einfach gemerkt hat, die Kontaktvermeidung sind wichtig. Und wir sehen jetzt hier, der Druck läuft immer, immer weiter. Hier die letzten Kerzen, die sind halt einfach brutal abwärts gerichtet. Und wenn wir uns das jetzt mal kurz auf dem Tageschart anschauen wollen. Moment, ich nehme mal eben ähm, die Linien raus. Nee, ich mache das anders. Ich mache mal ein neues Chartfenster auf. Ähm, da gucken wir uns den DAX einfach nochmal in einem neuen Fenster an. Kurzen Augenblick, da ist er, neues Chartfenster. Ähm, da sehen wir halt, dass sich hier momentan extrem viel entlädt. Und das ist halt die Sache, da werden halt viele Stopplevel auch gerissen, ähm, die wir hier an dieser Stelle am Markt haben. Und wenn die irgendwann mal weg sind, ähm, dann stellt sich halt die Frage, wie geht es weiter? Und das schauen wir uns jetzt mal eben ganz kurz an hier ähm, mit dem Blick auf auf die Woche entsprechend und da sehen wir, äh, auf den Tag entsprechend und da sehen wir nämlich einen sehr, sehr wichtigen Auffangbereich und zwar ist das dieses Level, was wir hier in etwa haben, also die Marke um die 13.000 Punkte. Das ist ein sehr, sehr schöner, wichtiger Auffangbereich. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, ist das auch ein Bereich äh, sozusagen in dem, was wir hier so leicht nach oben schwingend haben. Ne? Und wir sehen jetzt hier ganz klar eines auf Tagesbasis, wenn wir hier jetzt unten drunter fallen sollten, ähm, dann wäre es natürlich erst einmal so, dass wir hier im kurzfristigen Bereich eher die Abwärtstendenz auch haben. Das heißt. Ähm, wir haben schon noch das ein oder andere Potenzial, ähm, dass sich der Markt nach unten entwickeln kann und dass wir hier dann erst einmal etwas bekommen, das dann so ausschaut. Das ist da. Wo ist das nächste Potenzial, der nächste Auffangbereich? Der ist mal ganz klar hier unten zu sehen. So grob um die Marke von 12.800 Punkten. Das ist nämlich das Auffanglevel, was wir hier unten haben. Und das sind halt die Marker, die wir hier tatsächlich sehen. Also hier sozusagen. Das ist das kleine erste Mal, wenn wir hier drunter unter der Marke von 13.155 weiter massive Abverkäufe sehen, sehen wir den nächsten Anlaufpunkt hier an diesem kleinen Zwischentief um die Marke von 13.000 und ein paar eine 30 Punkte. Also, da ist die Marke von zwischen 13.100 und 13.000 Punkten wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann halt hier unten diese Marke 12.900 bis 12.800, dieses Schwunglevel, was wir hier unten drunter hatten, ähm, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil dieses Schwunglevel kommt auch nicht von ungefähr, sondern. Das ist halt ein Auffangbereich, den wir haben, wo wir hier drüben immer mal schon Preis-Action gesehen haben. Und da wird sich dann zeigen, wo wir da wirklich hinlaufen. Ob der Markt wirklich brutal abverkauft und wir hier oben an den alten Hochs wirklich ein so starkes Level sehen, dass wir gar nicht weiter nach oben wollen und sondern erstmal stark den Bereich unten reinnehmen. Das müssen wir abwarten im Kurzfristbereich für den heutigen Tag. Wie schon gesagt, da wird es jetzt wichtig zu sein, was passiert hier unten, was passiert um die Marke von knapp 13.060 Punkten. Also hier äh, entsprechend dieser kleinere Anlaufbereich hier unten, was ich hier gekennzeichnet habe. Das wird interessant. Das bitte tatsächlich auf der Uhr haben, wann hier was passiert. Das ist der kleine Blick in den DAX. Gut. Das hätten wir auch. Ähm, mal schauen, was noch kommt. Ah, hier haben wir noch einen Anmerkepunkt zum Thema Anleihekaufprogramm äh, seitens der EZB. Äh, das müsste eine große Nummer werden, ähm, das den Markt bewegt. Ähm, dazu, äh, dieses Thema mit dem Anleihekaufprogramm, das ist nicht erst seit heute auf dem Tisch. Das ist halt jetzt, äh, das ist halt jetzt die Frage oder der Punkt, der sich hier stellt, den man hier ähm, an dieser Stelle fragen muss, ist. Ähm, Warum hat denn der Markt dort äh, entsprechend reagiert, wie er reagiert hat? Und es war halt schon äh, sozusagen erst einmal mehr oder weniger... Ähm, eingepreist, was wir hier gesehen haben ähm, und deswegen hat der Markt jetzt dort nicht massiv euphorisch an dieser Stelle reagiert. Ne? Das muss man einfach sehen ähm, und ähm, es kam halt keine so guten neuen Nachrichten, dass der Markt einfach nach oben durchgestartet worden äh, ist. Es gab auch so die Nachrichten nicht so schlecht, dass der Markt massivst direkt mit der Meldung abverkauft hat, ähm, sondern es war halt, was es war. In dem Moment wurde halt viel vorher schon angekündigt, der Markt hat es eingepreist, ist nicht negativ und auch nicht positiv überrascht worden und damit sind diese massiven Bewegungen, die wir häufig um diese, um diese Nachrichten haben, an dieser Stelle gar nicht erst gekommen. Das sozusagen jetzt hier die Worte zum Abschluss von heute. Äh, ich sage danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter einen erfolgreichen Trading Freitag und bis nächste Woche Montag, wenn wir um 8.30 Uhr wieder live in die tickenden Charts schauen. Ich freue mich schon drauf und sage bye bye und allen ein schönes drittes Adventswochenende. Gesund bleiben ist das Wichtige. Bis dahin. Tschüss und danke.